Wir Menschen können ja mit den Temperaturschwankungen umgehen. Wird es uns zu kalt, ziehen wir so eine hier an. Wird es uns zu warm, ziehen wir sie wieder aus. Jetzt habe ich mich aber gefragt, wie Zugvögel damit umgehen. Fliegen die überhaupt noch in den Süden, wenn es bei uns gar nicht mehr richtig kalt wird? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, mache ich mich auf den Weg nach Bornheim. Hier in der Storchenscheune treffe ich Christian Reis. Er kümmert sich ehrenamtlich um die schwarz-weißen Vögel. Hallo Herr Reis, schön Sie zu sehen. Hallo, schön, herzlich willkommen hier in der Pflegestation. Ja, ich freue mich sehr. Wollen wir gleich mal reingehen? Ja, super. Natürlich. Kommen Sie gerade mit? Die Storchenscheune wurde 1996 gegründet. Hier kümmert man sich um Tiere, die aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel Unfällen oder angeborenen Behinderungen, flugunfähig sind. Sie haben dort die Möglichkeit, einen Partner zu finden und später vielleicht sogar gemeinsam Nachwuchs zu bekommen. Störche sind Zugvögel, die normalerweise bis nach Afrika fliegen. Richtige Langstreckenflieger also. Jüngere Störche fliegen bereits im August los, ältere erst im Herbst. Aber machen sich die Vögel überhaupt auf den Weg, wenn es gar nicht mehr so richtig kalt wird? Der Wegzug ist seit Jahren gleich. Da merkt man keinen Unterschied. Was man merkt, sind im Frühjahr. Also sollte von, wir haben ja hier in Deutschland zwei Zugrouten. Einmal die Westzieher, einmal die Ostzieher. Und Rheinland-Pfalz gehört eher zu Westzieher. Das heißt, sie fliegen über Frankreich, Spanien, Afrika. Und viele bleiben schon in Südfrankreich oder auch in Spanien hängen. Wärmere Temperaturen halten Störche also nicht vom Losfliegen ab. Es ergeben sich aber andere Flugrouten. Da haben wir auch schon festgestellt, im ersten Jahr oder in den ersten beiden Jahren ziehen Jungstörche eher weiter weg. Und je älter sie werden, haben sie festere, nicht mehr so ganz so weite Zugwege. Und dann haben sie ja feste Winterquartiere und dort bleiben sie. Und dann kann es schon als möglich sein, dass sie dann Ende Januar, Anfang Februar schon in ihrem Brutgebiet wieder zurückkehren. Okay. Grundsätzlich fliegen Zugvögel ja nicht, weil es ihnen zu kalt wird, sage ich mal, sondern wegen der Nahrung, weil vielleicht genau. Insekten wegsterben oder anderes, was sie fressen würden. Genau. Wie ist es denn jetzt, wenn jetzt der Winter, ich sag mal, so warm werden würde, dass nichts wegstirbt, würden die dann trotzdem noch fliegen? Ja. Also wir haben zum Beispiel jetzt eine Störchin, die hat schon ein paar Jahre auf dem Rücken. Und diese Störchin, die zieht bis in den Senegal runter. Und die findet bei uns im Sommer so viel Futter, auch im Spätjahr noch so viel Futter. Und das beeinflusst sie gar nicht, jetzt weniger zu ziehen, sondern sie zieht immer wieder Richtung Senegal. Wir halten also fest, wärmere Temperaturen im Winter halten Störche und andere Vögel nicht davon ab, in den Süden zu fliegen. Denn auch sie sind ähnlich wie wir Menschen Gewohnheitstiere.